Servus liebe Kartenfreunde, willkommen zurück zur Game or Die Hearthstone Liga. Ihr seht Paarungen, Ergebnisse und Tabelle im Überblick. Los geht's! Die erste Partie des zweiten Spieltags lautet LP Gonchi gegen Shaki 666 LP. Beide haben ihre Auftaktpartie verloren. Da wir keine Unentschieden haben, gibt es natürlich einen Gewinner. Und der Gewinner ist mit 25:0 gewinnt Shaki 666 LP. Das zweite Duell zweier Leute, die ihre Auftaktpartie nicht gewonnen haben, ist Faustus Zock gegen Bladdick. Eine lange Schlacht. Lange haben sie sich neutralisiert bis Runde 7, aber am Ende gab es dann einen Gewinner. Endstand 0:30. Die dritte Partie des zweiten Spieltags lautet Kuttentorte gegen Ataboom. Die beiden haben jeweils ihr erstes Spiel gewonnen. Nun wird einer von den beiden die erste Niederlage haben. Und wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Endstand ist 0:8. Kommen wir zum Tabellenführer Lord Gizmo 1989 gegen Baptistor. Und ob er es geschafft hat, ihr könnt es im Video sehen, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber hier ist das Endergebnis. Der Tabellenführer ist gestürzt und wir haben auch einen neuen Tabellenführer. Das seht ihr dann im Anschluss. Endstand 0:20. Und hier ist jetzt die Tabelle. Eines vorweg, die Zahl, die ihr jetzt in Klammern seht, ist die alte Tabellenpositionierung vom Spieltag davor. Die Zahl danach, der aktuelle Tabellenplatz. Einen neuen Tabellenführer haben wir, und zwar Baptistor. Er ist auf Platz 1 und war von Platz 4 auf Platz 1 gehüpft, mit einem Torverhältnis von 23:0 und 6 Punkten. Von Platz 3 auf Platz 2 ist Ataboom gesprungen, 19:0 und 6 Punkte. Von 5 auf 3 der Bladdick, 30:3 Tore und 3 Punkte. Gefallen von Platz 2 auf Platz 4, Kuttentorte, 24:8 Tore und 3 Punkte. Den größten Absturz, kann ja mal passieren, von Platz 1 auf Platz 5 gefallen, Lord Gizmo 1989, 30:20 Tore und 3 Punkte. Die rote Laterne hat Shaki abgegeben durch den Sieg. Er ist von Platz 8 auf Platz 6 gestiegen. 25:30 Tore und ebenfalls 3 Punkte. Einen Platz heruntergefallen ist LP Gonchi von 6 auf 7. Er hat ein Torverhältnis von 0:36 und 0 Punkte. Ebenfalls ein Platz abgerutscht ist Faustus Zockt. Von 7 auf 8 trägt er jetzt die rote Laterne mit 0:54 Toren und 0 Punkten. Wer sich dort nächste Woche die rote Laterne holt, seht ihr in der nächsten Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute!